Also ich gehe jetzt zu meinem Baum, weil jemand sich wundert, warum ich so unterwegs bin und bis jetzt noch nichts erzählt habe. Und das ist mein Baum, den ihr gleich seht. Der ist hinter dieser Ampel und ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mit dem habe ich mich gerne unterhalten. Ja, es ist eben so, es ist wie es ist. Ja, die Ampel ist rot, die Ampel wird auch wieder grün. Ja, wir sind in Dresden und wir sind kurz vor der Universität hier vorne und muss hier mal auf den Knopf drücken, damit es auch weitergeht. Aber ich wollte nur meinen Weg beschreiben, wenn ich in die Stadt gehe, dass ich irgendwas hole oder so. Ich habe jetzt nicht meinen Einkauf filmen können, den kann ich nicht filmen. Ich spreche durch die Maske, ich habe sie immer noch auf. Ja, es ist eben wie es ist. Und ja. Ab geht's. So, jetzt laufe ich mal über die Wiese und zeige euch. Das klingt komisch, ich weiß. Aber, also ich glaube zumindest, dass das hier mein Baum ist. Und, aber er sieht ziemlich abgemagert aus. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also mein Weg geht noch weiter. Ich werde jetzt den Rückweg noch filmen. Dann und ja, Vlog-Videos sind ja immer interessant. Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist das natürlich für jeden, der rausgeht und alles und da sein Leben dokumentiert und aufnimmt, auch für euch da draußen interessant. Und ich hoffe, euch gefällt es. Ich werde das in drei Parts zusammenschneiden und ja, ich suche erstmal hier vorne eine Bank auf und dann melde ich mich wieder, wenn ich zurück zu mir nach Hause laufe und fahre, aber nicht mit Worten, ich werde euch einfach zeigen und ja. Okay, ich muss erstmal stehen bleiben, das war ziemlich schnell. Okay, dann. Bis gleich, ich melde mich gleich. Ja? Tja, Hallöchen und damit herzlich willkommen zu meinem Vlog. Und zwar wollte ich eigentlich mal filmen, wie ich von zu Hause bis hier zurück. Ich war jetzt gerade einkaufen. Ich war gerade im Rewe und habe mir gerade was geholt. Ah, den Rückweg filme ich auch jetzt und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, denn deswegen nehme ich es ja auf, ich nehme es für euch auf, dass ich, wenn ich mal unterwegs bin, ja, bis gleich. Ich schaue immer noch, ihr wisst, ich schaue immer da in die Richtung. Okay, ich höre auf. Bis gleich. Oh, so, jetzt laufe ich los. Ich laufe jetzt los Richtung Bahnhof. Und nehme mein Bier mit. Ich
Klar, ich filme auch die Leute, das hat jetzt einfach, wenn sich niemand beschwert, mache ich das halt. Also ich gehe, Moment, ich muss erstmal kurz schauen, ob ich auch alles mit habe, weil das wäre jetzt Quatsch, wenn ich jetzt alles liegen lasse. Musst du kurz mal spucken. Ich meine, das gehört eben auch dazu. Ja, ich bin unterwegs in Dresden. Ich mache jetzt zurück zu mir nach Hause. Verabschiede mich von meinem Baum. Obwohl ich nicht weiß, welcher das davon war jetzt. Das wird ein wunderschönes Video, weil ich werde das dann nochmal mit in Parts aufteilen und wie schon gesagt, das ist für euch, also damit ihr mal seht, okay, ihm geht's gut, er macht sein Ding und ja, das mache ich jetzt bis zum Zug an der Polizei vorbei, Mensch, ich muss rennen, an der Polizei vorbei von mir aus. Es wird ja mittlerweile schon 16.30 Uhr oder so, wird es ja schon dunkel. Und deswegen ist das hier der letzte, nein, vorletzte Part, denke ich. Oh, Moment. Aua, 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 aua. Ich muss kurz stehen bleiben. Ja. Ich nehme das jetzt so auf, bis zum Schluss. Ja, es gibt ja auch sogenannte Walking-Videos und ich muss nur mal abkürzen. Es wird schnell dunkel, es wird schnell Abend. Jetzt kann ich wieder hoch. Ansonsten erzähle ich nichts. Einzige, was ich muss nach Hause, mir drückt die Blase, Alter, kennt ihr das, wenn die Blase sowas von drückt, und du musst nach Hause. Ich mache mich auch gleich zum Zug, also ich habe keine Lust noch irgendwo anders rumzufahren. Steigen. Ja, nichts für mich. It's always about watching you turn around. Ja, ich muss zu Gleis 14. Ah, okay. Da-da-da. People of the street.
People of Schutz. Ja, oh, hier muss ich durch. Alter Weihnachtsbaum, den muss ich mal filmen. Den haben sie trotzdem aufgestellt hier. Das finde ich ja nicht schlecht. Also ist ja nicht alles schlimm oder schön. Schlimm oder schön. Ich laufe mal drauf zu. Also Dresden Hauptbahnhof Weihnachtsbaum. Das ist der, der immer steht, der jedes Jahr steht. Normalerweise stand ich voriges Jahr, vor diesem Baum. Jetzt muss ich mal schauen, 14, hier hinten muss ich raus. Ich muss hinten raus. Bestimmt spannend für euch, wenn ich hier durchlaufe, weil es geht ja hier diesmal um kein Let's Play. Es geht um ein Let's Walk. Oh, echt jetzt. Oh, als bin ich jetzt wirklich so falsch. Das hört sich jetzt hinten lang. Oh Mann, nee, ich krieg die Krise. Das ist so falsch, wo ich jetzt gelaufen bin. Also okay, ihr seht wenigstens nochmal den Weihnachtsbaum. Also es geht gerade aus ein sehr hochgroßes Gebäude in Dresden, der Bahnhof. Da habe ich schöne Bilder gemacht voriges Jahr. Tori jetzt, ja. Ach, 12 bis 14, ja, ich bin richtig. Ich habe jetzt gedacht, oh Mann, ey, wo läufst du denn lang? Ja, ich muss wieder zu mir hoch. Dann möchte ich auf den Weg erstmal bedanken. Wenn ihr zugesehen habt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, das bringt mich nach vorne, das ist, oh, was sind das denn für Pfeile? Ah, ich laufe mal schneller. Okay, in vier Minuten sitze ich im Zug. Gleis 14, Einfahrt S1 nach Main-Friedrichstahl über Dresden-Neustadt, Abfahrt 6:39 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Okay, ich verabschiede mich erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin auch ein bisschen abgehetzt. Ja, warum auch immer. Ich bin eigentlich jemand, der alles Mögliche aushält und durchhält. Bis gleich, okay? Ja.
Danke.